Pioniere der neuen Medien bei den deutschen Jugendmeisterschaften 2013 in Karlsfeld-Schwabhausen gibt es eine perfekte Live-Übertragung vom ersten Moment an. Das ist die Facebook-Seite der deutschen Meisterschaften. Wo gerade ein erstes Foto hochgeladen wird. Außerdem auch auf dem Laptop. Die ersten Videos sind auf dem Weg zu YouTube. Unter anderem Spiele von Florian Schreiner und Chantal Manns. Und dazu gibt es erstmalig meines Wissens bei deutschen Jugendmeisterschaften einen Livestream. Die deutschen Meisterschaften haben heute um 8:30 Uhr begonnen. Um 12 Uhr also bereits die ersten Bilder im Netz. Die ersten YouTube-Videos am Laden und ein Livestream. Thank you.